Der Morgen bricht an, ihr wollt euch aus euren Zelten raus und habt viel vor, denn ihr wollt ja den Auftrag des Rekrutors fortführen. Ja, guten Morgen. Was war der Plan? Dass wir uns... Dass wir uns von hinten ranschleichen, oder? In das Dorf. Mit Speertaktik und so. Aber jetzt... ich weiß noch nicht mal, in welche Richtung das ist. Nee, ich auch nicht. Wo ist dieses Dorf? Geh mich erstmal putzen. Ja, mach das. Die, die Karte, Läuse aus dem Fell. Die Karte vom letzten Mal sehen wir jetzt nicht. Nein, ihr habt keine andere Karte erstmal zur Auswahl. Als ihr auf den Fluss gefahren seid, da habt ihr eine weitere, da konntet ihr weit gucken. Hm. Jetzt seid ihr an Land gegangen und habt durch die Bäume ein sehr eingeschränktes Sichtfeld. Ja. Das war doch so nordwestlich, oder? Hm. Das Dorf, meine ich. Da, wo wir jetzt sind. Sollen wir vielleicht einfach langsam in die Richtung gehen, zusammen? Ja. Schön zusammenbleiben? Ja. Und da ja die Idee war, dass wir so einen Bogen irgendwie machen, vielleicht erstmal nach Westen und dann, bis man was sieht, also nicht direkt auf das Dorf zulatschen. Ja, geh ruhig vor, ich gehe auf jeden Fall hinter dir. Soll ich mal machen? Ich meine, nicht so große Sprünge, ich habe dich verloren. Ach so, da bist du lang, okay. Da bin ich. Ich habe das Gefühl, wir gehen gerade in unterschiedliche Richtungen. Ja, dann gehe ich nochmal kurz zurück. Also wir sind noch... Da sehe ich euch alle. Beisammen. Okay. Der Wald ist wirklich sehr dicht und ihr habt Angst, euch zu verlieren. Deswegen bleibt ihr sehr dicht beisammen, sodass ihr in, mit den berühmten 1,50 Meter Abstand, falsches Thema, brauchen wir nicht. In Reichweite seid. Ennertz, ich bleibe immer dicht, einfach hinter dir. Ja. Seid ihr anderen noch am Start? Ich sehe Drago. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Drago, Zyran. Ja, da ist. Ja, sind sie alle wieder da. Ja, wunderbar. Also letztes Mal sind wir ja nach westlich vom Fluss. Also ich glaube, wir müssen uns mehr nördlich halten. Aber Drago, du meinst weiter nördlich, ja? Ich denke schon. Also wir sind jetzt ja ein Stückchen weiter nach Westen eher. Ich meine, das wäre im Nordwesten gewesen. Genau, das meine ich auch. Jetzt war nur die Idee, dass man nicht direkt straight auf das Dorf zulatscht, sondern vielleicht es irgendwie schafft, sich in so einer Kurve anzunähern, dass man erstmal gucken kann, dass uns dann nicht irgendwelche Wächter oder so gleich schnappen und uns für ihre Menschenexperimente. Ich glaube, oder hier links ist auch die Karte zu Ende. Tatsache. Da geht's nicht weiter. Ja, dann gehen wir doch mal nach Norden, oder? Ich sehe einen Looper voraus. Ich komme mal zu dir. Ach, ich stehe Gott sei Dank hinter euch. Wenn ich jetzt noch ein Feld höher gehe, dann müsste er wieder... Nee, so ist er wo weg. Wo siehst du den? Der war ganz, ganz kurz im Bild und ist dann... Ja. Okay, der hat Angst und, vor uns. Wir haben ja auch einen... Ja. Wir haben ja auch einen getötet letztes Mal. Das und, spielt sich rum. Leute, da ist jemand. Wer weiß, vielleicht ein Feind. Okay, dann vielleicht ganz leise. Einer von den Verrückten. Ja. Ich würde sagen, wir bringen ihn um und fragen ihn dann. Vielleicht da hat er was Geschriebenes dabei. Alter, Scherz. Tyran steht sehr nah an einem fremden, durchaus gepflegten Barbaren mit langen schwarzen Haaren und hohen Stiefeln. Der Fremde guckt euch nur an. Was wollt ihr hier? Wer bist du? Was machst du hier allein im Wald? Ja, ich bin hier auf der Suche nach was auch immer. Nach was auch immer? Das ist doch einer von den Verrückten. Man weiß doch, was man sucht. Wer weiß, ob ihr nicht die Verrückten seid, vor denen man sich in Acht nehmen sollte. Aber du hast von den Verrückten gehört. Wer hat das nicht? Das Dorf, das Verrückte macht. Das Dorf, das Verrückte macht. Und das weißt du woher?
Ja, hier gibt's genug Reichen, der die nun ja von Zeit zu Zeit durch deinen Wald streift und vielleicht geistig ein bisschen daneben sind. Und alles kann man ja eh nicht glauben. Der letzte Reichende, der hat mir tatsächlich was von einem Blutsauger erzählen wollen, groß wie ein Mensch. Aber so ein Schwachsinn gibt es doch gar nicht. Ja, ich guck mal den Syrern an. Ja, ich würde auch sagen, diskutier das mal mit dem Nosfera aus. Nos was? Blut. Wir haben einen Nosfera dabei. War das Loxagon jetzt clever, das schon zu verraten? Loxagon hat noch nie einen Nosfera gesehen und mustert diesen sehr ungläubig, als Tim auch seine Kapuze runternimmt, vom Kopf streicht und sein blasses, eingefallenes Gesicht präsentiert. Interessant. Aber wer weiß, ob da nicht was faul ist. Vielleicht eine Krankheit, der arme Mann? Darum ja auch die Kapuze, er verträgt keine Sonne. Eine Sonnenallergie. Aber das heißt, wir haben jetzt unseren schweigsamen, maulfaulen Nosfera präsentiert. Genau, also, was ist denn nicht mit dem Arm? Er ist so blass, er röchelt nur, ist er krank? Wo kommst du her? Ja, ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen Ahnung von Geografie habt. Ich nicht wirklich. Aber das Land, wo ich herkomme, nennt man Afra. Nie gehört. Was soll das sein? Weit, weit weg von hier. Und warum bist du dann hier? Wie ich schon sagte, ich suche ein Dorf, das Verrückte macht. Warum? Braucht man einen Grund, um ein Dorf zu suchen, das Verrückte macht? Also wenn man aus einem Land kommt, das weit, weit weg ist, um ein Dorf zu suchen, das Verrückte macht, dann hat man doch einen Grund, oder? So eine Reise auf sich zu nehmen. Also ich brauche keinen Grund. Mir war langweilig. Ich bin durch die Welt gegondelt und da habe ich halt gehört, hier gibt es ein Dorf voller Verrückter. Warum nicht mal näher ansehen? Was soll denn da schon passieren? Und wie lange bist du schon dran? Ich schätze mal einige Wochen, aber so genau weiß ich das leider nicht. Ja, einfach mal das Dörfchen erkunden. Vielleicht gibt es dort ja Schätze. Aha. Oder was Nettes für Reiterspielchen. Bei den Göttern, was ein komischer Typ. Wie bist du denn? Ein wenig suspekt. Ja, so richtig weiß ich auch nicht, was von dem Knaben zu halten ist. Wie ist der denn bewaffnet? Könnte der uns eine Hilfe oder eine Bedrohung sein? Gar nicht? Na also gar nicht, guck ihn dir doch an, er mit seinen Hosen und hohen Stiefeln. Sehr edel gekleidet sieht er aus. Ach so, Einige Stunden, aber in dieser Dunkelheit sieht man ja leider nicht allzu viel, wo man hingeht oder wo man hin möchte. Dunkel? Es ist taghell. Was ist mit dem Knaben nicht in Ordnung? Der Wald ist ein bisschen dicht. Ja. Ich nehme mal meine Mitstreiter zur Seite und flüstere. Ich glaube, er kommt selber aus diesem Dorf. Anders kann ich mir das jetzt nicht erklären. Ja, ne? Der schwindet doch völlig. Aber habt ihr mal seine Hautfarbe angeschaut? Er sieht ganz anders aus als Leute, die hier so rumlaufen. Aber sollte er nicht anders aussehen, wenn er von ganz weit weg kommt? Ja, das würde ja seine Geschichte bestätigen. Das macht's glaubwürdig. Wie sieht denn seine Hautfarbe aus? So wie hier auf diesem Bild? Ja. Aber wenn er hier schon einige Wochen ist... Spielleiter? Ja, genau so sieht er aus. Also, ich denke mir, er hat das Dorf gefunden und wurde selbst verrückt. Ja, das würde ich aber auch behaupten. Der war da schon. Dann gehört er zu denen. Ja. Er steht da, er kann uns nicht hören, weil wir hier flüstern. Und er steht da für sich alleine und kichert? Was stimmt nicht mit ihm? Ich bin für Fesseln. Ich finde ihn gruselig. Ja. Vielleicht nehmen wir ihn einfach mit. Also,
Er ist nicht bewaffnet. Das heißt, wie gefährlich kann er sein? Ja, wir könnten ihn nutzen, um das Dorf zu finden und wir können ihn doch einfach so vor uns hinschubsen. Und wenn dann jemand angreift, wird er halt zuerst angegriffen. Und vielleicht findet er, wie du sagst, das Dorf. Ich meine, also ich fühle mich nicht wohl dabei, ihn anzugreifen. Nachher ist das ansteckend und ich will ihn nicht anfassen. Nosfera, sag auch was dazu. Nein, ich sage jetzt erstmal als Spielleiter was. Und zwar muss ich kurz Lok seinen Charakter mopsen und klauen und übernehmen. Und zwar möchte ich euch beschwichtigen und sagen, ihr könnt mir ruhig vertrauen. Ich bin hier schon ein paar Stunden und ich würde mein Wissen, was ich hier schon erreicht habe, ich will auch dieses Dorf hier finden. Und oder ich habe es gefunden und ich will wissen, was da vor sich geht, weil es gehen sehr schlimme Gerüchte über dieses Dorf herum. Und ich bin ein Retrologe und beschäftige mich mit der Technik der Alten. Ich bin aus Afra hier und ich habe auf meinen Reisen gehört, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht und dass hier schlimme Sachen passieren mit Gerätschaften, mit Technik. Und ich möchte wissen, was hier los ist, um hier die Menschheit vor Schlimmerem zu bewahren. Denn als Retrologe ist es mir sehr wichtig, dass Technik nie in falsche Hände gelangt. Außerdem sammle ich das zu Hause in Afra. Okay, sein Wahnsinn scheint temporär zu sein, denn das klang jetzt doch recht vernünftig. Aber vielleicht ist es. Er kriegt auch gleich seinen Charakter wieder. Er kriegt seinen Charakter gleich zurück, aber vorher teilt er noch das Wissen mit euch und gibt euch eine andere Karte, die er erstellt hat in den letzten 6 Stunden, die er schon hier ist. Und diese findet ihr gleich unter Handouts. Und er hat eine wunderschöne Skizze gezeichnet von einem Ort. Jetzt findet ihr die unter Handouts im Astral. Da habt ihr links ja diesen Handouts-Ordner und da ist eine Skizze drin. Ja, lädt. Sag mal, fühlst du dich denn überhaupt nicht bedroht, hier völlig unbewaffnet durch den Wald zu gehen? Nicht wirklich. Ich meine, die meisten im Dorfchen, die scheinen einfach nur verrückt zu sein, aber bisher habe ich keine Gefahr erkannt. Warst du da schon drin? Es sieht so genau aus. Fessehem heißt es da. Zumindest nenne ich die Einheimischen so, ob ich wirklich so heißt, wer weiß. Aha. Du hast du Gerätschaften gesehen oder Menschen, die die Gerätschaften bedienen? Ein paar Gerätschaften könnten nicht, dann könnten auch Ruinen sein. Es ist schwer zu erkennen, wenn man halt nur einen Haufen Blech sieht. Also das da unten ist auf jeden Fall eine Otovaji. Mit großen Wagen, mit Anhängern und kleineren Otos. Ja. Ja. Aber es sieht aus, als gäbe es nur einen Eingang in dieses Dorf. Das finde ich beängstigend. Dass man, wenn man einmal drin ist, vielleicht nicht wieder rauskommt, ne? Ja. Man könnte über die Mauern klettern. Sind die so klein? Kann man da drüber klettern zur Not und verschwinden? Willst du ihnen noch von deinen Beobachtungen erzählen, die du gemacht hast in den letzten Stunden? Können und dein Wissen noch weiter teilen? Ja, erzähl denen ruhig mal was. Nun, die Mauern sind jetzt nicht gerade klein, aber es gibt natürlich Leitern, dann kann man da drüber klettern. Ist natürlich besser für den Rückweg. Rein, man weiß ja nie, welchem Verrückten man über den Weg läuft. Und ich habe 11 wichtige Gebäude ausfindig gemacht,
die ich jetzt für wichtig empfinde, habe ich auch durchnummeriert. Aber scheinbar habe ich dabei völlig vergessen, dran zu schreiben, was welches Gebäude darstellt. Ja, die 1 ist das Gemeindehaus, würde ich sagen. Ja, es ist so mittig, oder? Ja, und es ist auch das Größte. Da passen alle Einwohner rein. Aber wenn die verrückt sind, machen die das dann trotzdem? Also waren die schon immer verrückt? Sind sie dort verrückt geworden? Oder kommen die dahin, weil sie verrückt sind? Oder werden sie dort verrückt? Eine gute Frage, aber wer wird schon verrückt geboren? Also mein Vorschlag ist, sich an die Otovagi ranzupirschen und die Autos als Deckung zu benutzen. Und von da aus hat man auch den einzigen Einblick in das Haus, weil über den Zaun kann man ja nicht drüber blicken. Der Göttersprecher hat gesprochen. Ja. Wir sollten seinem Urteil vertrauen. Aber was machen wir jetzt mit dem Verrückten? Nehmen wir ihn mit? Ja, wenn wir uns verlassen können, dass er die Klappe hält, dann schon. Ein großes Ruinengebäude nördlich des Dorfes immer wieder von den Bewohnern aufgesucht wird. Es sieht so aus, als würden die Leute dort oder die Bewohner dieses Dorfes morgens dahin gehen und abends wieder zurückkommen aus diesem Gebäude. Und als würden sie nur dort wohnen, in diesem kleinen Lager, in diesem Dorf. Mhm. Also das, was er beobachtet hat in der letzten Zeit. Immer gehen die rein. Das lässt aber schon darauf schließen, dass er schon etwas länger da ist, vor Ort ist. Noch irgendwas überlegen. Also im Norden gibt es ein Gebäude, wo die alle reingehen. Ist dieses Gebäude auch auf der Karte zu sehen? Ich sehe es nicht. Ja, also ich sehe jetzt hier kein Gebäude, das irgendwie größer wäre als andere, ne? Die Karte ist genordet, ja? Ja, guck mal unten. Unten links. Ja, genau. Die ist genordet. Wer weiß, was der Loxagon da eingezeichnet hat, ne? Ja, eben. Weil Handskizze von ihm. Weil die alte D52, die läuft doch eigentlich. Also, aber das kann ja niemand wissen. Ist ja jemand Google Maps offen? Mhm. Du sollst Map-Drakes nutzen. Okay. Map-Drakes. Kennst du das schon? Nee, tatsächlich nicht. Muss ich kurz werfen? Ist das auch wieder was Neues im Madraxicon? Ja. Ja. Ihr seid so unfassbar kreativ. So dieses Map-Drakes, wo finde ich das denn auf dem Madraxicon? Ich teile einen Link. Einen Moment. Oh, das ist geil. Okay. So, ich habe eben gefragt, in welches Haus, die sind ja alle von 1 bis 10 nummeriert, in welches Haus gehen die denn da jetzt immer rein? Ein Gebäude nördlich vom Dorf. Hat er ja, das ach so, ist nicht, ach so, nicht drauf. Ah das ja, nicht okay. Drauf. Nicht okay, okay. Diese Otovagi-Frage an Loxagon, ist die denn ebenerdig oder steht die auf Stelzen? Relativ ebenerdig. Okay. Allerdings halt auch relativ ruiniert. Naja, das macht ja nichts. Hauptsache, wir kommen drauf. Ich meine, wenn das jetzt eine Hochbahn wäre, dann kämen wir ja gar nicht drauf. Ja, wenn Loxagon jetzt noch wüsste, wie er da hingekommen ist. Das weiß er nicht mehr? Sein Orientierungssinn ist ganz schön schlecht. Also wo das Dorf liegt, wissen wir ja ungefähr. Das müsste jetzt ja nördlich, nordöstlich von uns liegen. Ja. Nördlich. Ja, die von hast du gesagt, so nordöstlich, ja. Ne? Also auf jeden Fall würde ich auch mal Richtung Norden. Vorarbeiten? Wer geht vor? Ja, ich gehe mal Richtung Norden gehen. Oh, da kommt was in Sicht. Nee, das sind auch nur Bäume. Also ich meine, es wäre weiter östlich jetzt, wenn das der Rand der Karte ist.
Ja, dann müssen wir uns Iran? Nach Osten halten. Ja. Iran? Ja. Bist du auch noch bei der Gruppe? Ja. Nicht, dass du von einer Mutation gefressen wirst. Ich bin bei. Wir laufen Lupas rum in so einem Wald, ne? Mhm. Ich hab da vorhin so sogar mal was gesehen wie ein Lupa. Ich weiß. War aber sofort wieder weg. Zusammenbleiben. Ja. Das ist auch scheu. Mit Lupa ist ja eher scheu. Ich sehe was. Da ist einer. Weg ist er schon wieder. Er hatte die Waffe schon. Aber du hast ihn doch auch gesehen. Ja, natürlich habe ich ihn gesehen. Lass uns gut beisammen bleiben. Ja, bitte. Ich fürchte, wir sind schon am nordwestlichen Ende des Dorfes. Ich sehe da rechts so die ein paar Bauten. Eine Mauer. Sollen wir versuchen, nördlich über das Dorf drüber zu kommen? Oder sollen wir ein Stück zurückgehen und nochmal von Süden versuchen anzugreifen? Weil wir sehen auf der Karte, dass wir am besten über die Autoräder hinkommen. Dann lass uns mal doch Richtung Süden, finde ich eigentlich die bessere Idee, ne? Dass du dann irgendwie an diese. Also wieder Rückzug, ja? Ja. Ja, aber vielleicht kann man jetzt straight Richtung Süden gehen. Ja, nicht, dass wir vom Dorf aus gesehen werden. Ja, aber wir halten uns ja am Waldrand, ne? Ja. Solange wir am Wald dran sind, kann er eigentlich. Passieren. Vorsicht, vor uns Lupa, südlich. Oh. Ist wieder weg. Die Viecher sind flink. Aber er läuft weg vor uns. Zum Glück hat er mehr Angst als wir. Ich habe einen Gigagudo gesehen. Das wäre natürlich ein Gegner, ja. der heftiger ist als ein Looper. Treffen wir auf den Kopf, wenn wir jetzt immer nach Süden gehen, oder sollten wir langsam... Nein, wenn wir weiter nach Süden gehen, müssen wir zwangsläufig auf die Otowaji stoßen. Hoffen wir es. Also wenn die Karte stimmt, dann... Genau. Ja, stimmen, ja, aber meine Orientierung in ich halt katastrophal. Ja, genau, das haben wir eben schon gehört. Falsch umgehalten. Beim Malen. Dann wären wir ja besser beraten, nach Norden zu gehen. Hast du überhaupt einen Kompass in deiner Tasche oder sowas? Also hier ist jedenfalls nur Wald und wir müssen längst am Dorf vorbei sein. Wollen wir dann sonst nach Osten gehen jetzt? Vielleicht ist die Otowaji ja auch östlich vom Dorf und verläuft vom Norden nach Süden östlich am Dorf vorbei und die Karte war gar nicht eingenordet, sondern deswegen habe ich ja gefragt. Ja, kann gut sein, ne? Wenn es hier heißt, dass der orientieren kann. Orientierungssinn scheiß ist. Wo bin ich? Bin alleine. Hat er da den Fluss vielleicht eingezeichnet in diese Skizze? Am Fluss sind wir losgelaufen. Ein Fluss ist da nicht zu sehen in der Skizze. Ja, vielleicht hätte er den Fluss für eine Otowaji gehalten. Na, nee, also... Gehen wir jetzt nach Osten, oder was? Mit den ganzen Dingern drauf. Was soll das sein? Baumstämme, Treibholz? Guck ihn dir an. Er hat Pumphosen an. Oh, sind wir alle noch beisammen? Nee, ja. Ich bin allein. Also, nein. Ich bin in welche Richtung seid ihr gegangen? Habe ich das mitgekriegt? Nach Osten. Nach Osten. Von da, wo wir standen, ne? Ja. Sichtung Gea. Ich habe auch. Genau, den vor Gea. Euch tut sich die Erde auf. Und ein riesen Erdwurm von 4 Metern Länge bohrt sich aus der Erde heraus. Da ihr etwas unaufmerksam wart, würfelt der Gea Gudo als erstes eine Initiative. 6. Eine 6. Dann würfelt mal Initiativwürfel.
Du hast genauso schlecht gewürfelt wie ich. Du warst genauso unaufmerksam wie ich. Aber Syran und Loxagon haben je 7. Ja, und ich habe doch... Und Ennards hat nur 9. Genau. Das ist, weil ich dazugestoßen bin, weil ich euch verloren hatte, kam ich aus einem günstigen Winkel und habe das Viech gesehen. Aha. Das heißt, reicht das? Das heißt, dass ich jetzt mein Schwert ziehe. Korrekt. It's Ennards turn. Ja, entscheide dich für einen Angriff. Ja, gibt ja nur den Nahkampfangriff in meinem Fall. Du kannst den auch einen anderen machen, wenn du möchtest. Die müssen das aber händisch berechnen. Also. Ja, nee, ich habe ja keine Fernkampfwaffen, ne? Mache ich den Nahkampfangriff. Fernkampf geht schon mal nicht, aber du kannst auch irgendeine Finte machen, irgendwas. Aber was ist gegen den Gia gut und nützlich? Ne? Das kann ich dir schon mal sagen, wird schwierig.